Hallo und herzlich willkommen zu Folge 3 von Legend of Kyrandia 3. Zu seiner Rache? You think there'd be a guard on this statue? Nein, natürlich nicht. Wer will auch sowas mitnehmen? Und ich bin euer Mr. Venom 1974. So, es geht weiter. What the heck is this? I think I remember. Isn't that the voice of reason? What's it doing in here? Does he drink Currapop with his sandwiches? Ich weiß es nicht. They must be redecorating in here. They must be redecorating. Ah, I should saw partway through one of the rungs. Giant boar teeth? Ja, aber sonst ist hier, glaube ich, nicht viel. I just love what they've done with the place. Nothing. Richtig. So, ich glaube, wir haben jetzt Kyrandia abgesucht. Das heißt, es geht jetzt los, dass wir jetzt anfangen, mal die Sachen zu verbinden. Willst du nicht den Teleporter? Bisschen wählerisch, der Kleine, ha? So, jetzt muss ich mal überlegen, weil jetzt geht's natürlich los. Jetzt fangen wir an, die Rätsel zu lösen. Ja. Wir haben in der... Das Einzige, was wir jetzt noch nicht abgeräumt haben, das werden wir jetzt auch gleich tun, haben wir das Holz noch nicht mitgenommen. Weil wir haben ja jetzt gesehen, was wir in der Spielzeugfabrik alles herstellen können. Ich habe keine Ahnung, ob wir alles herstellen können. Aber ich guck mal. Oh, ja, ich kenne den Bananenkopf. So, da können wir erstmal nichts machen, da brauchen wir Blumen. Da wüsste ich nicht, wie wir da rankommen. So. Ja gut, da brauchen wir nicht hin, weil da müssen wir uns als Clown ausgeben. Das sind wir auch erstmal nicht. Wir sehen zwar so aus, aber bringen uns auch nichts. Ach, hier waren wir noch gar nicht. I remember this place. Ja, das ist der gute alte Pegasus-Landeplatz. Here comes somebody. Oh! Oh, Cutscene. Oha. Bin ich ja mal gespannt, was haben wir denn da gelöst? Ja, komm, mach hin. Tolle Animation. Riesig. Ja, komm, großartig. Ja, ich weiß, du bist toll. Einfach mal zeigen, was wir an CGI drauf haben. Ist mir schon klar. So. Wer ist es denn? Wer ist es denn? Ja, natürlich! What a ride! Und sie hat ihre gleiche Synchro. Hey, it's you. What are you doing here? Ja. I love traveling as a Pegasus. I wish I had a potion right now. Ich glaube, die Potion können wir sogar produzieren. Malcolm, what are you doing here? I guess old King Brandon felt guilty for the way he treated me. Natürlich. You know I have to report this. Go ahead. I'm not worried. You know you'll have to leave Kyrandia. Okay. You bet I'll leave. And I'll never come back to this trash heap of a country. You know I have to report this. Go ahead. I'm not worried. Jetzt machen wir doch mal das Lustige. Jetzt ändere ich das doch mal. I think I'll just be my normal. Jetzt will ich mal wissen, ob es dann tatsächlich andere Dialoge gibt, aber mit Sicherheit, glaube ich. You know I have to report this. What am I supposed to do? You want me to get back in the statue? Schön. No, you'll have to leave Kyrandia. Why would I want to stay? Ja, hat er nicht ganz unrecht. Maybe if I pretended to be nice, I might be able to get what I want. I better not see you be a suck-up whip. Ja, wird auch nicht passieren, mein Freund. You'd better make sure. Da kannst du sicher sein, Günther. Totally. Ja, ist klar. Lass mich machen. You, Xanthia, I always thought you were a free thinker. You'll have to leave Kyrandia. How am I supposed to leave? I don't have a boat or potions or anything. What about the circus boat? Why can't you audition and juggle or get an outfit and bluff your way on board? Danke. Wobei Bord schreibt man nicht mit zwei R. Sandy. You know I, Xanthia. Okay, also haben wir damit den Hinweis gekriegt. Also ist das wurscht. So, können wir denn was noch Lustiges machen?
Wer ist Katja Maurer? Hier, Frage an euch. Verstehe ich den Gag nicht. So, kann ich dir noch ein bisschen Unsinn machen? No thanks. No thanks. Okay, das geht nicht. Okay, also. Das war Senti. Die kommt später nochmal, das kann ich schon mal vorweg sagen. So, kann ich denn jetzt mit dir irgendwas Lustiges machen? Ja. Oh. Hallo. Hey, ich will mein Menü. Hell, if it's all my son, and we're all married. Nö. Sehe ich anders. Ich finde das... Nee, also das fand ich... Nee. So. Das half uns also gar nicht. Okay. Wir gucken mal. Also es gibt auf jeden Fall noch Holz. So, komm. Geh mal ein bisschen schneller, mein Freund. Wir haben noch keine Zeit. Den lassen wir jetzt mal in Frieden. Da werde ich aber mit Sicherheit den auch noch mal irgendwie austricksen können. Da bin ich mir ziemlich sicher. Hä? Schon wieder? Verfolgst du mich? Ja. Moment. Natürlich gibt das Punkte. Ist doch klar. So, dann gibt das bestimmt beim Mimen auch noch Punkte. What tremendous concentration. Das ist wirklich beeindruckend. Ich werde übrigens mal gucken, wenn ich gleich nochmal irgendwie an der Müllhalde bin, ne? Ob ich nicht irgendwie was Lustiges mit dem komischen Band machen kann. Und Eichhörnchen. Ich bin nur ein Mensch. Aber das wollte ich auch sehen. So. Ja, kann ich ja gar nicht heben. Ja, das ist ja schön und gut, aber... Hallo? Du... Hä? Gibt's mehr davon? Sind das Genome? Der hat einen Sandwich in der Hand, ne? Riecht das richtig? Bestimmt muss ich das auch irgendwie haben. So, jetzt muss ich aber erstmal gucken, wie ich das loswerde. Komm, das machen wir erstmal weg. So, Feuerholz. So, komm, den haben wir doppelt. Das machen wir auch mal weg. So, das ist auch erstmal uninteressant. Na komm, Schnauze. Zack. So. Da müssen wir mit Sicherheit Milch machen. Das ist mir schon klar. Ich weiß noch nicht warum, aber... Ist da eigentlich Wasser drin? Ihr merkt schon, ich bin gerade dabei, jeden Strohhalm abzugreifen. Ich guck mal. This might come in handy. Kann sein. Schluck. Cool and refreshing. Zack. This might come in handy. Soll ich mal was ausprobieren? Ha! Schön! Moment. Ich habe eine Idee. Es mag vielleicht keine gute sein, aber ich habe eine Idee. Wir müssen mal eben Platz machen. Ich habe mal eine Idee. So. Leider muss ich natürlich gleich mit dem Wasser noch was machen. So, das machen wir mal hier rein. Das ist doch Grünzeug, ne? That must be the. Ja, für was beschwert er sich jetzt nicht? Ja. Das ist richtig. Sesame Seeds. So, den packe ich jetzt mal hier hin, den kann ich gleich ja wieder mitnehmen. Ja, habe ich toll gemacht. Vielleicht sollte ich den vierten auch mal mitnehmen. Moment. Must fünf, be the ne? Gauge. Must be the Sesame Seeds. Steht 5. Einen haben wir drin. Das war jetzt aber echt Zufall. Ich wollte jetzt einfach nur ein bisschen Inventar freiräumen. Aber gut, das machen wir jetzt mal eben. Das geht ja schnell. Jetzt weiß ich allerdings nicht, was wir damit machen. Keine Ahnung, aber... This might come in handy. Ja.
Ja, das ist mir schon klar. This might come in handy. Zack. This might come in handy. Ja, mich auch. Zack. This might come in handy. So, komm, ich nehme den nochmal mit. This might come in handy. Falls ich das nochmal brauche. So, aber wahrscheinlich brauche ich die Flasche. Kriege ich denn damit schon Milch? Gut. Könnt ihr mir jetzt schlecht beantworten, ne? Aber this doesn't look good. Dann gehen wir doch einfach mal rein. Hä? Ich sag doch, Gott ist mit den Doofen. So. Zack. Ja, das geht tatsächlich. Das geht tatsächlich. Man muss einfach nur mal ein bisschen mal die Augen aufhalten. Das bietet sich auch bei solchen Videos an. Zack. Ha, da passiert was. Da passiert was. Aha. What does moo mean anyway? Ich weiß es nicht. The cows sound happy. Oh, wir gucken mal. Cool. Geht das? Refreshing. I wonder how I can open this. Ich befürchte es. Natürlich. Wahrscheinlich soll die schnell sein. Jetzt mache ich das gleich nochmal. So, haben wir. Warte, wir können ja mal gucken. Boy, that's thick. Wie so klebriges Öl. Hä? Liebe Freunde, die ein wenig in der Agrarwirtschaft arbeiten. Das schmeckt doch nicht wie klebriges Öl, oder? Also, das kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Aber das weiß ich auch schon. So, jetzt nehmen wir Feuerholz mit. Lässt du mich mal wieder ins Menü? Ja, komm. Lass dir Zeit. Lass dir Zeit. Ich zeig den Leuten gerne 200 Mal das Menü. So. Jetzt können wir zur Spielzeugfabrik. Das fällt mir jetzt noch ein. Sonst, also, hier vor. Was ist das denn? Ah, yes. This is the launching spot for portal potions. Okay. Ist das wichtig? Ich weiß es nicht. Ja, zu dir komme ich mit Sicherheit auch noch. Ich weiß noch nicht wann, aber vielleicht lasse ich mir da was einfallen. Ihr könnt, wenn ihr wollt, gerne Tipps geben, weil ich sag mal, auch wenn ich das schon mal durchgespielt habe, so wahnsinnig viel Erinnerung ist da nicht. Achso, die kann ich da abkürzen, ne? Zur Tollfabrik. Zur Tollfabrik. Genau. Wunderbar. Dinglish. Tollfabrik. Spielzeug Factory wäre auch schön. Nein. Also könnt ihr gerne mal mit Tipps geben. Nicht unbedingt spoilen, weil ich weiß halt auch nicht mehr, wie es genau geht. Ich weiß zwar, in welche Richtung das Spiel tendiert. Ich kenne auch noch sicherlich ein paar Sachen, die ich wiedererkennen werde. Aber ich sehe schon hier Sachen, da kann ich mich eigentlich gar nicht mehr dran erinnern. Aber ist ja egal. Ich weiß zum Beispiel nicht, wofür gleich irgendwie die Spielzeuge gebraucht werden. Keine Ahnung. Ich mach die jetzt einfach mal. Wo ist denn jetzt Sentia zu Hause? Jetzt ist Sentia zu Hause, ne? Können wir sie auch besuchen. Genau. Hey, Malcolm. I told you you'd have to leave. Oops. Xanthia remembers you, stupid. You'll need a better disguise. Ich wusste gar nicht, dass wir überhaupt eine Verkleidung tragen. Also ich meine, so läuft er ja immer rum. Das ist ja sein Casual Wear. Sein Malcolm Casual Wear. Bestellen Sie jetzt noch heute bei Job und Co. Ja gut, bevor wir jetzt mit der Spielzeugmaschine oder Spielzeugmaschine oder Tollmaschine, um diesen Gag total mehrfach zu überrennen. I hope they didn't close this place just because I lived here. Ich denke schon. Dann sehen wir in der nächsten Folge, was man hier so Schönes machen kann. Vielleicht weiß ich bis dahin auch, warum man es machen kann oder sonstiges. Mal gucken, das werden wir schon irgendwie rausfinden. Also Ziel der Übung ist eigentlich am Anfang, ihr müsst von der Insel runter. So, das ist die einzige Mission, die ihr habt. So, und das versuchen wir jetzt gleich zu erreichen. Es soll mehrere Möglichkeiten geben. Ich kann nicht versprechen, ob ich sie alle zeigen kann, aber ich versuch's auf jeden Fall. Ihr kennt mich ja. Ich bin euer Mr. Venom 1974. Wenn ihr Spaß hattet, dann abonnieren, kommentieren, bewerten und bleibt diesem Knaben. No toys,
No wonder everyone's grumpy. Ja, deswegen Unterhaltung für euer Leben. Ist schön. Bleibt dem treu, bleibt mir treu. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Tschüss.